Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und zu diesem Anlass will ich nochmal in diesem Video alle simlischen Ereignisse Revue passieren lassen. Was in diesem Jahr so bei den Sims los war, erfahrt ihr in diesem Video. Los ging es im Januar mit dem Tiny Houses Accessoire Pack, welches meinem Gefühl nach von der Community recht gut aufgenommen wurde. Das Accessoire Pack hat ein neues Baumodus-Feature für das Bauen der Häuser ins Spiel gebracht, nämlich das der kleinen Mini- und Mikrohäuser, die ebenfalls mit eigenen kleinen Vorteilen daherkamen. Das Pack brachte ebenfalls einige super moderne Objekte ins Spiel, auch das neue Klappbett und die 3-in-1 Objekte mit Fernseher, Stereoanlage und Bücherregal waren eine sinnvolle Ergänzung. Weiter gab es im Januar einen riesigen Aufschrei, als der Geschäftsführer von EA bekannt gab, dass er sich für einen nächsten Sims-Teil einen Multiplayer-Modus vorstellen könnte. Eine kontroverse Aussage, viele Spieler empfinden die Sims immer noch als Singleplayer-Spiel, ich persönlich würde mich aber immer noch über einen Sims Online mit meinen Freunden freuen. Dann im Februar eine weitere kleine Enttäuschung für viele Simmer, der 20. Geburtstag stand vor der Tür, mit dem wir Spieler einen neuen Whirlpool erhalten haben. Zwar war dieser ganz schick und auch Spieler ohne das Sonnenterrassen-Accessoire-Pack konnten diesen in ihrem Spiel nutzen, allerdings war es im Vergleich zu den vorigen Geburtstags-Updates ein eher mageres Update. Die nächste spannende News gab es wieder im April, bei der eine offizielle Umfrage zu den Sims veröffentlicht wurde. Hier ging es unter anderem um Bands, Körperbehaarung, Cheerleading und andere Themen, von denen die Entwickler wissen wollten, welche wir uns am meisten im Spiel wünschen. Auch was für Weltenthemen wir gerne noch im Spiel hätten, war hier eine der Auswahlmöglichkeiten. Meine Wahl hier ist, glaube ich, auf die spanische Stadt und die griechischen Inseln gefallen. Hoffen wir einfach mal, dass sich die Entwickler von diesen Ergebnissen inspirieren lassen. Weiter dann im Juni wurde die nachhaltige Lebenserweiterung für alle Spieler veröffentlicht, die erste richtige große Erweiterung in diesem Jahr. Diese brachte ein ökologisches Bewusstsein für die Sims ins Spiel, zwei neue Karrieren und die neue Welt Evergreen Harbor, die meiner Meinung nach wirklich interessante Schauplätze zu bieten hatte. Zwar fand ich das Thema zugegebenermaßen zur Ankündigung ziemlich langweilig, allerdings war das Pack am Ende doch besser, als ich eigentlich erwartet habe. Zwar nicht mein absoluter Favorit, ich würde es aber in meiner persönlichen Liste trotzdem im oberen Mittelfeld einordnen. Kurz vor dem Erscheinen der Erweiterung gab es ebenfalls ein größeres Update, welches die Feuerwehr und ein aktualisiertes Inventar ins Spiel brachte. Außerdem haben wir im Spiel neue Mac-Make-up-Optionen erhalten, die vom Stil teilweise etwas fragwürdig waren und in der Community zu Recht scharf diskutiert wurden. Der Juli stand ganz unter dem Stern von The Sims Bark, der neuen Reality-Show der Sims, welche sogar im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Viele Simmer aus der Community sind hier im Baumodus, erstelle ein Sim und Storytelling gegeneinander angetreten, ich habe hier aber ehrlich gesagt nur die erste Folge ganz angesehen. Weiter wurde in diesem Monat das von der Community mitbestimmte Accessoire-Pack Schick mit Strick für alle veröffentlicht, dessen Hauptfeature logischerweise das Stricken mit der neuen Fähigkeit und auch der Schaukelstuhl war. Die Objekte im Pack haben perfekt zum Thema gepasst, an manchen Stellen aber nicht so ganz meinen persönlichen Einrichtungsstil getroffen. Habt ihr viel mit diesem Accessoire-Pack zu tun gehabt? Dann im September der Schock für viele Sims 4 Spiele und auch für mich, das Reise nach Batuu Gameplay Pack. Dieses hatte zwar mit 248 Objekten mit Abstand am meisten Inhalte im Bau und erstelle einen Sim-Modus von allen Gameplay Packs bisher, allerdings konnte mich das Thema des Packs überhaupt nicht überzeugen, auch da ich selber keine Ahnung und auch gar kein Interesse an Star Wars habe. Auch dass die neue Welt kein einziges bewohnbares Grundstück hatte, war für mich ein kleiner Schock, das Gameplay bestand hier also hauptsächlich aus den neuen Missionen. Im Oktober bekamen wir ein neues Objekte-Update mit lateinamerikanischem Stil, die mir alle recht gut gefallen haben. Ein neuer Grill mit neuen Gerichten wurde ebenfalls hinzugefügt, mein persönliches Highlight war hier allerdings wirklich der neue Pavillon, den man im Garten der Sims platzieren konnte. Diese Art von Deko hatten wir vorher noch nicht im Spiel, weshalb ich dieses Objekt wirklich gemocht habe. Weiter im November konnten wir uns über die Ankündigung des zweiten großen Sims 4 Erweiterungspack in diesem Jahr freuen, ab ins Schneeparadies. Die Erweiterung konnte mit einer winterlichen Atmosphäre und coolen Aktivitäten wie Snowboarden und Schlittenfahren glänzen. Auch die japanisch inspirierte Welt Mount Komorebi war klasse, besonders war hier ebenfalls, dass die komplette Region von amerikanischen Zimmern gebaut wurde, was es vorher in dieser Art auch noch nicht gab. Für mich war diese Erweiterung aber ein Pack, bei dem man eher zuschauen konnte, wie die Sims Spaß haben. Viel Gameplay, bei dem man aktiv den Kopf anstrengen musste, wie beispielsweise bei An die Arbeit, gab es hier nicht wirklich. Begleitend zum Erscheinen der Erweiterung gab es ein großes Update, mit dem als neues Feature Plattformen hinzugefügt wurden. Was vielleicht auf den ersten Blick etwas unspektakulär klingt, war für viele Spieler ein echtes Highlight und auch die Community im Baumodus konnte mit den neuen Möglichkeiten viel anfangen.
Dieses Feature war wohl eines der größten Updates in diesem Jahr, neben dem neuen Hautfarben-Update, welches dann in diesem Monat erschienen ist. Dieses Update ist wahrscheinlich derzeit noch am präsentesten. Über 100 neue Hautfarben, die individuell angepasst werden können, und neue Make-up-Slider, mit denen man noch individueller die Farboption anpassen konnte. Damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Es bleibt natürlich weiterhin spannend, was für Inhalte sich die Entwickler so für 2021 überlegt haben. Wenn ihr noch mehr über das Jahr 2020 hören möchtet, hört in die neueste Folge Sim gehört rein. Hier haben Micha von simtimes.de und ich ausführlich über 2020 gesprochen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was für Wünsche habt ihr für 2021? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.